Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Fazit, das Langzeitfazit, was ich euch schon längst versprochen habe, über diese Spiegel-Dashcam von Shortow. Ich habe im Ende April rum ein Video hochgeladen, wo ich diese Spiegel-Dashcam verbaut habe. Das habe ich ausführlich gezeigt und da möchte ich jetzt noch mal nach 6 Monaten ein Langzeitvideo machen, beziehungsweise meine Erfahrung mit diesem China-Böller einmal kurz erwähnen. Wird ein Laber-Video, aber auch das muss mal sein. Ich habe einige E-Mails bekommen, da wurden mir Fragen gestellt. Die würde ich ganz gerne vielleicht mal kurz an dieser Stelle nochmal in Videoformat beantworten. Bevor ich dann letzten Endes zu meinem ganz persönlichen Fazit komme mit Vor- und Nachteilen, so wie ich finde. Also, ich sage jetzt hier mal keinen Namen, das wurde oder ist nicht gewollt, glaube ich. Und das wird natürlich berücksichtigt. So, da ging es einmal darum, wie habe ich den zusätzlichen Anschluss bei der Rückfahrkamera hinbekommen. Da ist vom Prinzip ganz simpel, ganz einfach. An dem Kabelbaum, da lugt ein rotes, relativ langes Kabel raus. Und dieses Kabel ist dafür zuständig, dass du zum einen diese Linien hast beim Rückwärtsgang einlegen. Und darüber bezieht er auch dann seinen Strom. Das heißt, Anschluss ist absolut simpel. Du suchst dir ein Kabel aus am Kabelbaum bzw. an den Stecker von deinem Rückfahrscheinwerfer. Aufpassen, wenn du 2 Rückfahrscheinwerfer hast und nur einer geht, dann nimmst du den. Ne? Es heißt nicht unbedingt, dass beide Rückfahrscheinwerfer ab Werk immer angeschlossen sind. Da gehst du auf jeden Fall dran. Und zwar misst du das vielleicht mit einer Prüflampe. Sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, muss da Strom drauf sein. Und wenn der Rückwärtsgang wieder ausgekoppelt ist, dann ist das Kabel stromlos. Dieses Kabel nimmst du und machst es mit einer Vago-Klemme, wie auch immer, oder Löten, an den roten Kabel dran. So, warum ausgerechnet diese Kamera und nicht die häufig angepriesene, Achtung, Werbung, Foxcam? Da gibt es, glaube ich, die Version 2 mittlerweile. Ganz einfach. Das Ding war mir zu teuer. Kostet, glaube ich, gute 200 Euro. Und dieses Teil von Shortow kostet knapp 60. 59,99. Und ja, das war der Grund. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie extrem mehr kann für das Geld. Aber da kommen wir nochmal gleich zum Schluss drauf. Also, ich habe die genommen und nicht die von Fox, weil Preis war für mich ausschlaggebend. Also diese Fragen haben sich relativ oft wiederholt. Und dann kam natürlich die Frage, wie ist deine bisherige Erfahrung damit? So, und da kommen wir jetzt mal kurz zu. Meine Erfahrung von diesem Shortow Dashcam Kamera mit Rückfahrscheinwerfer, also warum ich es gemacht oder mir diese ausgesucht habe, warum ich die Rückfahrkamera dahin platziert habe, wo ich sie platziert habe, das findet ihr alles in dem Video hier oben. Da, wo ich den Einbau dokumentiert habe, da bitte nochmal nachgucken. Da findet ihr auch alle Specs, was in der Verpackung ist. Die Menüführung, das ganze Pipapo. Also, wer da Interesse hat, nochmal da reinklicken. Jetzt aber nicht, ne? Später. Mein Fazit. Die Kamera, um
das Positive erstmal zu Beginn, die Kamera macht nach wie vor genau das, was sie machen soll. Das heißt, sie zeichnet auf vorne in 1080p, die Rückfahrkamera in 480p. Die könnte natürlich ein Stück weit besser sein, auch HD, aber gut, so ist es. Irgendwo steckt der Preis wahrscheinlich und da ist das so. Die Kamera selber funzt die ganze Zeit durch. Wir waren damit mehrere Business-Camping-Touren gemacht. Wir waren damit in Dänemark Urlaub. Wir haben da noch diverse Kurzurlaube gemacht. Letzter Stand der Dinge, wir waren auf ein Euromobil-Treffen. Alles tipptopp. Rückwärts einparken, kein Problem. Den rückwärtigen Verkehr beobachten während der Fahrt, kein Problem. Mehrere Ansichten, alles in dem Video schon erklärt. Also da bin ich vollauf zufrieden. Ich werde definitiv jetzt auch gleich nochmal hier ein paar Bilderchen reinschneiden, so dass ihr auch sehen könnt, wie die sich bei verschiedenen Tageszeiten verhält. Ich glaube, ich habe auch ein paar gespeicherte Szenen, wenn es geregnet hat oder wenn die Sonne direkt auf die Scheibe prallt. Könnt ihr euch ein eigenes Bild darüber machen. Das funktioniert also alles. Einwandfrei die ganze Zeit. Wir haben jetzt, ich glaube, gute 5000 Kilometer damit runtergeritten. Keine Ausfälle, kein Wackelkontakt, kein irgendwas. Negativ. Ja, auch das gibt es. Der erste negative Punkt, so wie ich zumindest meine. Beizündung anmachen, geht ja der Spiegel an und dann macht er. Und das ist recht laut. Ja, jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, wo man es einstellen kann oder den Ton ganz ausmachen kann. Er ist da. So, das muss man oder sollte man wissen. Punkt 2 ist, die Kamera ein. Also, man kann das ja einstellen, dass das Bild geteilt, dritteln und rechts, links verwechselt und schlag mich tot. Und ich möchte ja immer nur eigentlich die Rückfahrkamera im Spiegel sehen. Da muss ich dann halt jedes Mal neu einstellen. Also ungefähr 1, 2, 3, 4 Mal tippen. Geht zügig, gar kein Problem. Wäre aber schön, wenn der Speicher die letzte Einstellung behalten würde. Macht's bei mir nicht. Punkt 2. Der dritte Punkt. Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Ich bin also durchaus mehr als zufrieden mit diesen Teilchen. Auch wenn viele sagen, oh, China, ich kann nur sagen, das Ding ist tipptopp. Aus meiner Sicht. Und macht genau das, was es soll. Also alles gut. Ich kann eine Empfehlung gerne aussprechen. Habe ich kein Problem mit. Für das Geld kannst du nichts falsch machen. Meiner Meinung nach. Das sollte es erstmal gewesen sein. Zu dieser Dashcam Innenspiegelsystem. Schnickschnack. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier auf, kann man das sehen? Ja, ne, bestimmt, ihr habt das gesehen. Auf unterschiedlichen Sitzen sitze. Das hat einen tieferen Grund. Ihr habt nichts an den Augen. Das ist schon mal ganz klar. Also ihr braucht auch euren Bildschirm nicht einstellen. Ich habe
Sitzbezüge gefunden und Stoffe gefunden. Das hatte ich ja, glaube ich, auch mal in der Roomtour angesprochen, dass hier diese orange-braune Kombination mir so ein bisschen in den Augen schmerzt und dass ich da unbedingt noch was anderes haben möchte. Wir haben was gefunden, wir sind dabei. Das war schon mal der erste Step, diesen Sitz hier zu beziehen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, wenn euch das Thema auch interessiert, dann würde ich sagen, abonnieren, Glöckchen drücken, damit ihr das hier nicht verpasst. Das wird extrem spannend. Mit wir nähen selber unsere Stoffe. Oder Christine. Vielmehr. Ich werde auch meinen Senf dazugeben, gar keine Frage. Werde ich aber Step by Step dokumentieren. Ja, also, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen freuen. Das ist für mich so ein Stück weit Applaus, wie auch immer, Künstlers Brot. Wenn ihr noch Fragen habt zur Dashcam, könnt ihr das auch gerne in die Kommentarliste, Leiste, Box schreiben. Oder aber, wie viele andere auch, mir eine E-Mail schicken. E-Mail-Adresse, habe ich noch was vergessen? Na, war so ziemlich. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten. Da könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Und ja, dann können wir da sprechen. Prima. Also, Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. In Kürze. Die Sitze. Ich habe noch eine Idee für zwischendurch. Oder da bin ich gerade dran, da kommt auch noch was. Do it yourself. Natürlich. Ja, und dann geht es auch schon fast wieder in den Urlaub. Naja. Dranbleiben, schauen, wisst ihr Bescheid. Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen.